Ich werde heute einen Plot bauen und ihr werdet bewerten, wie es aussieht. Hindernis ist dabei, dass ein bestimmter Sound abgespielt wird, der sich so anhört. Und sobald dieser Sound abgespielt worden ist, ich habe eine Person bei mir im Channel und sobald dieser Sound abgespielt worden ist, ist das Video vorbei, beziehungsweise ich darf nicht mehr weiterbauen. Und ja, ihr werdet das Ganze dann bewerten. Ich weiß nicht, wann die Person das abspielt, in welchen, also das wird echt eng. Ich werde einfach ein Haus bauen und probieren, das Beste daraus zu machen. Ich will jetzt auch eigentlich am besten direkt anfangen. Und ich hoffe einfach mal, dass dieser Sound nicht direkt kommt, weil dann ist das Video direkt vorbei und ja, ihr könnt gefühlt nichts bewerten. Wäre natürlich ein bisschen suboptimal, aber ich würde sagen, wir fangen einfach mal so ein bisschen an. Und ich hoffe natürlich, dass das relativ gut wird. Ich baue mal wieder dieses relative Standardhaus so ein bisschen. Aber ich glaube, so ein bisschen anders baue ich es auf jeden Fall. So, dann machen wir das einmal so, zack. Ach, wir haben sogar einen User direkt hier nebenan. Lol, okay, nice. Die Tür ist ein bisschen groß. Machen wir das mal so, zack. Und dann einmal hier. Und dann machen wir das Ganze mal so, perfekt. Wie gesagt, wenn ihr öfter sowas sehen wollt, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare, würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Man kann das ja noch komplett anders machen, ne? Also diese Challenges kann man ja komplett anders umbauen, noch wie man Bock hat. Das muss ja auch nicht unbedingt so ablaufen, wie ich das jetzt mache, das kann ja auch komplett anders ablaufen. Aber ich dachte mir, das kann man auf jeden Fall mal machen, so, weil sowas in der Art hatte ich es natürlich auch noch nicht. Deswegen ist es auf jeden Fall ganz nice, denke ich mal, hoffe ich zumindest. Wie gesagt, lasst es mich auf jeden Fall in den Kommentaren wissen. Und dann würde ich sagen, baue ich das Haus einfach weiter. So, ich würde sagen, wir machen das hier kurz, zack. Wie gesagt, ich probiere in diesem Video wieder relativ durchzureden, relativ so wenige Cuts zu setzen wie möglich. Einfach aus dem, was habe ich denn da gemacht? Einfach aus dem Grund, damit ihr mehr dabei seid, so wenn dieser Sound kommt und ich denke schon, dass ich mich erschrecken werde. Ja, weil der Sound halt einfach unerwartet kommt so und relativ laut bei mir ist. In der Aufnahme ist es, glaube ich, ein bisschen leiser, als er ist. Vielleicht erschreckt ihr euch, ich weiß es nicht, werden wir dann auf jeden Fall sehen. Und ich würde sagen, wir machen mal hier direkt weiter. Bam, bam, bam. Ich glaub, weiß gar nicht, es sieht, glaube ich, gar nicht so nice aus, wenn das Haus so viele Fenster hat, oder? Ich weiß es nicht, müsst ihr hinterher entscheiden auf jeden Fall. Und ich würde sagen, ich baue das Haus einfach mal hier so weiter. Zack, gut. Und dann machen wir das Ganze nochmal auf der anderen Seite. Bam, 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 so, zack, zack. Und dann einmal hier, zack, gut. Ich probiere mal so ein etwas, ich probiere so ein Haus zu bauen, was vielleicht etwas älter ist. Ich weiß es noch nicht ganz. Vielleicht ein paar Möbel reinbauen, irgendwie sowas, ich weiß es noch nicht. Also ich habe mir da jetzt noch keinen Plan gesetzt, wie das in der aussehen soll. Ich lasse das eigentlich immer auf mich zukommen, so, das ist, glaube ich, ganz gut. So, für alle, die nicht wissen, wie man am besten anfängt, ein Haus zu bauen, ich bin ehrlich, fangt einfach an, irgendwas zu bauen, so. Weil ich weiß jetzt auch nicht, was ich bauen soll, genau, ich baue einfach und die Ideen kommen dann im Nachhinein einfach dazu. Deswegen fangt einfach an zu bauen, die Idee kommt auf jeden Fall dann direkt nach einer Zeit und dann ist das Ganze auch direkt easy, damit ihr da auf jeden Fall Bescheid wisst. Also mache ich das Ganze nochmal hier so, zack, bam, 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 bam. So, jetzt haben wir das auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir machen den Boden jetzt einmal. Bam, okay, so, zack. Ich würde sagen, Holz ist, glaube ich, ganz gut. Z51, bam, das sieht doch schon mal relativ schön aus. Dann machen wir das Ganze hier hinten nochmal zu, so. Und ich würde sagen, ich glaube, ich mache sogar diese Seite hier einmal so ein bisschen zu. Und, ich glaube, ich habe da eine Idee, was ich machen könnte. Dass ich hier so eine kleine Küche reinbaue. Stufen, dann nehme ich mir einmal das hier, dann nehme ich mir einmal Trichter, dann nehme ich mir einmal, was kann man da dafür noch nehmen? Ich glaube, Ofen war das, ja. Ofen, zack, eine Leiter kann man immer gut gebrauchen, Glasscherben auch. Und dann werden wir das Ganze mal so ein bisschen so bauen irgendwie. Ich hoffe natürlich, dass das relativ gut wird hier auch von der Zeit und dass ich irgendwie nicht eingeengt bin oder so. Das wäre natürlich suboptimal. Na, okay, das lasse ich nochmal weg, glaube ich. Oder, ich weiß es nicht. So, ich, ja, es ist ziemlich schwierig immer, wenn man nicht genau weiß, wie man das bauen soll unbedingt. Zack, zack, so ist, glaube ich, ganz gut. Nehme ich mal an und dann machen wir das so. Oder ich mache das einmal so, zack, 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 ja, irgendwie so. Ich glaube, das kann auf jeden Fall ganz gut werden, so. Und dann werde ich das einmal nach hier hinten ziehen. Ja, ja, ich glaube, ja, die Ecke gefällt mir nicht in der Ecke. Ich glaube, das mache ich nochmal weg eben. Und ich würde sagen, ich setze mal hier kurz einen Ofen. Ich setze hier zwei Ofen hin. Zwei Öfen. Okay, sage ich zwei Ofen, WTF.
Bam, bam, bam. Wie gesagt, ihr könnt nicht so viele Trichter setzen, wie ich das jetzt mache, nur damit ihr da auf jeden Fall Bescheid wisst. Und dann nehme ich mir jetzt einmal hier diese Eisenfalltür, setze sie einmal hier dran. Irgendwie, ja, warte mal, irgendwie triggert mich das gerade ein bisschen, weil irgendwie hatte ich das mir anders vorgestellt, beziehungsweise anders irgendwie im Kopf, wie ich das damals gebaut hatte. Ich weiß es aber nicht mehr genau. War das mit dem Kessel? Das ist gerade ein bisschen kritisch. Zack, zack, ja, ich glaube, das war der Kessel tatsächlich. Gut, ich würde sagen, wir machen das einfach mal so. Oder, ja, ich glaube, das kann man auf jeden Fall irgendwie so lassen, denke ich mal. Hoffe ich zumindest. Und dann werden wir einmal hier, zack, zack, so. Und jetzt brauchen wir auf jeden Fall nochmal, wie nennt man das nochmal? Ich habe den Namen jetzt komplett vergessen. Hier, eine Steindruckplatte, die setzen, ich glaube, wir können die ja nicht draufsetzen. Meines Wissens, oder? Ne, können wir nicht draufsetzen. Egal, wir setzen die hier hin. Und was fehlt am besten noch in so einer Küche? Wir brauchen am besten einen Kühlschrank. Den tun wir mal. Oh, okay, wo tun wir den Kühlschrank hin? Ich glaube, hier tun wir den Kühlschrank hin, oder? Das ist auch ein bisschen eng. Es ist ziemlich schwierig gerade so ein bisschen. Naja, wir setzen das Ganze einfach wir setzen das, ja, naja, wir setzen das einfach mal hier hin. Obwohl, das zerstört es so ein bisschen, habe ich das Gefühl. Naja, dann tue ich das nochmal kurz wegmachen. So, zack, zack, zack. Und, ja, okay, wir sollten uns vielleicht nicht zu sehr mit der Einrichtung beschäftigen, sondern auch mit dem Optischen von außen und die Einrichtung hinterher machen, weil ich habe echt keine Ahnung, wann der Sound kommt, weil das Video geht jetzt schon, wie lang, ungefähr 6 Minuten, 7 Minuten und ich kann gut möglich sein, dass der Sound gleich irgendwann kommt, so, und ich will nicht, dass man echt nur das hier hat, so, das wäre echt nicht so cool. Naja, ich würde sagen, ich nehme mal Glas und setze mal kurz die ganzen Fenster ein, bam, 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 zack, so. Hier haben wir das, dann hier einmal so ein relativ großes Fenster und hier und hier und hier und hier. Und dann fehlt uns natürlich noch eine Tür, sonst wäre das Ganze kein richtiges Haus. So, jetzt, was fehlt uns noch? Was können wir noch machen? Wir können Treppen nehmen und die ganzen einmal, ich weiß nicht, soll man das irgendwie so hinmachen? Ja, es hat was, aber ich glaube, ich mache das so, zack, zack, bam, 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 bam. Dam, dam, so, zack. Ich hoffe, das wird von der... irgendwie gefällt mir das doch nicht irgendwie schon, ich weiß es nicht. Ziemlich kritisch gerade. Ich mache das jetzt einfach mal ganz schnell. So, zack, hier, hier. So, bam, 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 bam. Dann nochmal hier. So, ich muss echt aufpassen wegen der Zeit, weil ich habe echt keine Lust, dass vielleicht irgendwann diesen Sound kommt und dann ist das Ganze vorbei und ich habe hier gefühlt nichts geschafft. Das wäre halt echt suboptimal. Ich habe mir auf jeden Fall nichts überlegt, wenn das Haus nicht schön genug aussieht oder sowas. Wie gesagt, das war einfach mal so ein Projekt, was aus Fun entstanden ist. Wir können das ja auch mit Bestrafungen machen, mit mehreren Teamlern oder so, wäre wahrscheinlich auch ganz nice. Wenn man so 2-3 Teamler hat und dann kommt dieser Sound irgendwann und dann ist das Ganze auf jeden Fall auch schon wieder vorbei. So, und dann machen wir das Ganze mal hier. Bam. Zack, 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 zack. So, das haben wir jetzt, ja, relativ, würde ich sagen, ne? Kann jeder sehen, wie er sehen will. Und dieses Haus, ja, okay, das Haus ist echt nicht ganz so nice tatsächlich. Okay, wir machen es, ich probiere einfach mal was. Aber ich glaube, das ist gar nicht so nice, ne? Ich glaube, dieses Haus wird nicht so nice wie andere Häuser, die ich schon mal gebaut habe. So, dann stelle ich das einmal hier drum. Zack, 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 zack. So, dann machen wir das nochmal hier rum. Bam, okay. So, und dann nochmal hier drauf. Und dann machen wir die letzte Runde hier nochmal. Und dann haben wir das gleich auch damit auf jeden Fall geschafft. Und dann probiere ich, glaube ich, ein bisschen außen noch zu bauen. Ich glaube, das wäre ganz optimal tatsächlich. So, zack, das mache ich einmal weg hier, weg, weg, dann brauche ich nochmal Steinsiegel und dann machen wir da, ich mache das einfach kurz mit World Edit hier, das geht viel, viel schneller. So, zack, ey, was war das nochmal für eine ID-Hilfe, Set 45, so, wunderschön. Und was nicht fehlen darf ist, wir haben ja hier diesen Ofen, dass wir hier einmal den Ausgang irgendwie davon machen, ihr wisst, was ich meine.
und das Ganze dann hier rüberleiten lassen. So, zack, zack, zack. Okay, das passt nicht unbedingt. Wir nehmen uns mal, wo haben wir das Stein? Wir nehmen uns mal die Steinziegel. Ich weiß gar nicht, ob das passt. Ich glaube, das passt gar nicht dazu. Naja, dann nehmen wir uns mal eine Treppe, setzen diese Treppe hier hin, dann eine Stufe, setzen diese Stufe hier hin, nehmen uns Knöpfe, setzen diese Knöpfe hier dran, zack, 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 zack. So, und dann fehlt auf jeden Fall noch ein bisschen Qualm. So, oh, geil. Danke dafür. Ich wollte gerade, okay, okay. Ja. Das Haus sieht echt scheiße aus. Ich bin ehrlich. Also, das sieht echt komplett kacke aus. Ich hab voll, also... Ja, das sieht so... Okay, das hätte ich selbst nicht erwartet. Naja. Ihr seht, wie es aussieht. Und dieser Kamin, okay, der sieht echt hässlich aus. Okay, das Haus ist echt eine 1 von 10 gefühlt. Naja, schreibt's in die Kommentare, wenn wir sowas öfter machen sollen. Beziehungsweise, wenn ich sowas öfter machen sollen. Danke übrigens an Torge, der durchgehend dieses Haus abspielt. Danke dafür. Wie gesagt, wenn ich sowas mit Tina dann mal machen soll und dann soll es um irgendwas gehen oder sowas, dann lasst es mich auf jeden Fall in den Kommentaren wissen. Ich wollte, wie gesagt, nur so ein Video machen, um mal rauszufinden, ob man sowas bringen kann, ob ihr Bock drauf habt. Würde mich, wie gesagt, interessieren. Und dann sehen wir uns auch zu einem neuen Video morgen wieder oder auf Durchrasten. Bis dahin, haut rein. Ciao.